Also, jetzt haben wir es hier halt bald alles abgehatscht, glaube ich. Mei. Was ist mit diesem Grab geschehen? Wow, 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 wow. Was kommt da jetzt? Ach, nur ein paar Skelette. Auch dieses Mal bleibt unter der Erde. Die kalte Erde heißt die widerlichen Körper dieser erbarmungslosen Männer willkommen. Sie planten, ihr Leben durch verbotene Magie zu verlängern, zu einem großen und grausamen Preis für andere. Das Böse in ihnen näherte sich an sich selbst, bis es sie alle verzehrt hatte und sie sich am falschen Ende des Galgens wiederfanden. Nix. Jo, das zieht sich jetzt gut in die Länge hier. Ist ja auch eine riesen Fläche, was wir hier haben. So. Aber wir räumen hier ordentlich ab. Pow! Nix da. Kollege. Ja, Grotze, Fünfer, wo kommt's denn ihr alle her? Glaubst du doch im Traum nicht, dass du da lebend rauskommst? Wir kommen aber der Sache langsam näher, habe ich das Gefühl. So, komm. Weg mit ihm. Pow. Nix da. Ja, Grutze, fix, wo geht's denn da überall hin? Nee, nee, Burschen. Ein riesiger Wurfspieß und da haben wir eine Truhe mit einer Stofftunika. Oh Mann. Ein Heilbrunnen. Ja, gibt's denn sowas auch noch? Mann, da kommen sie aus ihren Löchern gekrochen. Ja. Jetzt mag ich aber nicht mehr zurücklaufen. So, Baumstumpf mit ein bisschen Monetas drin. Jetzt gehen wir mal wieder zurück. Eieieiei. Ja, da müssen wir lang. So, Kohle, Kohle, Kohle. Aber jetzt langweilt es mich dann gleich selber. Ja, irgendwie. Dieses dumme Rumgehatsche ist dann schon irgendwo nervig. Ja.
Ich bin geheilt. Na. Haben wir jetzt dann alle. Nix da, Kollegen. Schauen wir mal noch, was das ist. Schrein der Erleuchtung. Segen erhalten für 25% mehr Erfahrung. Na, hat sich doch gelohnt, der Weg dahinter. Plündern hier jetzt noch schnell den Dorfbewohner. Dann gehen wir zurück. Nehmen den Heal noch mit. Und das Gold. Den Heal. Den Heal. Wofür auch immer. Und auf geht's. Vorher noch frische Klamotten anlegen. Wenn wir da was Schönes dabei haben. Armschienen sind schon mal besser. So, Stiefel, naja, Brust, naja. Nee. Ich glaube, der Rest ist alles Crap. Jo, kann man alles nur vertickern. Gehen wir mal rein. Der Friedhof der Verlassenen. Da haben wir wieder so ein Lebensding. Genau. Da. Ja, da gibt es ja nicht wirklich was zu holen. Entweite Krypta Wegpunkt. Ich glaube, wir müssen hier lang. Ja, du mich auch! So. Lauter Morsch-Särge, wo keine Toten drin sind, sondern Monetas! Ja, kommt Sassi. Euch rotze ich alle mal weg. So, die nächste Mutti, die nichts mehr zu melden hat. Okay, gehen wir weiter. Eine Steintruhe. Wow! Bisschen Kohle! Ach Mann, es ist immer das gleiche. Kohle, Kohle, Kohle. Es geht immer nur um Kohle. Freeze! Calm! Meine Taschen sind voll. Ja, die ist scheiße. Aber, mei. Set's life. Ich kann nicht mehr tragen. Ja, und warum nicht? Ist mir jetzt aber auch egal. Ich will hier weiterkommen. Und nicht irgendwelchen Crap aufsammeln. Ja, da blinkert was. Nein, da haben wir ja noch gar nichts. Sehr gut. Gut erkannt. Auf dem Köpfchen tragen wir ja noch gar nichts. Yo, also, weiter geht's. Da kommen die nächsten Opfer. Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch besser werden könnte. Wow, Stufe 7. Ich warte immer noch. Meine Taschen sind voll.
Ja, deine Taschen sind voll, meine sind leer. Und er hängt fest, der Kollege. Ich trage zu viel. Ja, da hast du recht. Klopp mal doch mal was raus, ha? So, ein bisschen Platz machen. Dies ist die falsche Krypta. Die Krone ist nicht hier. So. Den Dungeon wieder verlassen. Okay, jetzt sind wir wieder da. Wo müssen wir jetzt lang? Da ist der Wegpunkt. Dann müssen wir wohl hier rein. Aber vorher plündern wir noch den Dorfbewohner. Und wir entsorgen mal wieder ein bisschen was. So, so, so. Ja, die schmeißen wir noch raus. Dürften wir wieder genügend Platz haben, um neues Gear einzusammeln. Die entweite Krypta. Und wir erhalten Segen, erhöhte Angriffsgeschwindigkeit. 25% mehr natürlich, versteht sich doch von selbst. Und der Reichtum fliegt uns nur so entgegen. Oh Gott. Ich warte immer noch. Wow. Na, verreck schon! Okay. Neues Gear, neues Glück. Stärkerer Helm. Aber sonst nix. Ich schaue jetzt mal bei den Fertigkeiten. Hat sich da was getan? Ja. Bei der Arkankugel Froststrahl. Was hat sich da geändert? Hört da so langsam das Effekt ist. Ah, okay. Gut, aber ich bleib bei dieser Fertigkeit erstmal, weil die rotzt einfach am besten weg. Ne, so macht mir einfach mehr Spaß. Das ist. Der macht so einen brutal dicken Schaden. Das ist nicht mehr schön. Doch, schön ist es auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich muss dahinter. Hey, Batze, nicht mit mir. Such dir ein anderes Plätzchen. Grabräuber haben mein Grab entweiht. Nun windet sich mein Mann in Pein, weil ich nicht an seiner Seite ruhe. Mhm. Bringt meine Knochen zurück. Auf dass wir in Frieden ruhen können. Okay, Darling. Das heißt, Dan liegt hier einmal. Ich habe nicht genug Arkankraft. So, blöd.
Dann holen wir uns den nächsten. Brauche mehr Arkankraft. Okay, Massaker. Und weiter geht's. Bam, bam. So, und Freezen. Habt ihr das gesehen? Bombastisch, geil einfach. Jo, den Kollegen hat's ordentlich zerrissen. Da hinten ist doch... Nicht die richtige Krypta. Die Krone muss in einer der anderen sein. Ja, aber der zeigt mir doch hier den Weg an. Da hinten muss doch was sein. Sie können wieder in Frieden ruhen. Ah, jetzt er. So, noch ein bisschen Gear einsammeln. Okay. Da ist ja nichts mehr. So, und bevor ich hier rausgehe, gucke ich mir nochmal an, was ich so bekommen habe. 99. Ja, wundert euch nicht vielleicht, wenn ich mir doppelt was anschaue. Ich habe schon lange keinen Überblick mehr. Na gut, dann gehen wir halt wieder raus. Ja, will ich. Ah, da flackt mein Scheiß noch rum, den ich entsorgt habe. So, wo muss ich denn jetzt hin? Sucht nach dem Altar des Kanzlers unterhalb des Friedhofs der Verlassenen. Okay. Knochen eines Totengräbers. Nach Leoriks Ernennung zum König brachte er viele Adlige mit sich. Und die wollen natürlich alle, warum auch immer, edle Krypten. Also habe ich mir meine Schaufel geschnappt, weil ich dachte, ich könnte mit ein paar Löchern leichtes Gold verdienen. Ha, die Nachfrage in der Gegend hier ist endlos. Jetzt grabe ich von morgens bis abends. Selbst meine Träume sind voller Erde. Ja, Meister, da ist die nächste Krypta. Gehen wir gleich mal hier rauf. So, so, so. So. Ich glaub's doch selber nicht, Bursche. Nein, da nichts. Da auch nix. Da. Arsch ist finster! Ihr kennt's nicht mal, kreuzweiß! Nein, auch nix. So, gehen wir wieder runter. Dann gehen wir mal hier lang. Die wollen eine aufs Maul. Und frieren mich gleich mal. Und ich friere ein. Na, scheiße, das ist wirklich... Ja, hier, nicht mit mir, gell? Da flackt noch was. So, dann gehen wir mal weiter. Immer tiefer rein. Und, uah. Haben wir da irgendwas Neues dabei? Nein, nein, nein. Die sind noch mal einen Ticken besser. Nein. Was blinkt noch? Nichts mehr. Hat sich hier was getan?
Na, da können wir nichts pimpen. Frostnova können wir auch noch nicht pimpen. Ja, schade, schade, schade. Aber wir kicken überall mal rein. So. Wow. Ich trage zu viel. Was bin ich jetzt schon wieder voll? Muss ich hier ja gleich mal wieder ausladen. So, so, so. So. Okay. Dann haben wir erstmal wieder ein bisschen Platz. Da ist auch nichts drunter unter dem Steinchen. Da können wir auch nichts machen. Ich brauche mehr Zeit. Ja, der ging aber schnell platt. So, kicken wir mal hier weiter. Nein, sie haben mich entdeckt. Das war doch damals noch nicht. Hätte ich gedacht. Nein, das Equipment könnt ihr auf dem Weg dahinter ruhig auch einsammeln, wenn er schon drüber hatscht. So. Na, da kommen wir ja her. Da ist nix. Da ist auch nix. Wir können. Na, von da komme ich ja. Gehen wir mal da weiter. Noch mehr Kollegen. Hallo, meine Freunde. Gratis aufs Maul, immer gerne. Nix da, Kollege. Immer langsam reiten. Jetzt habe ich doch was Schönes bekommen. Na, na, na. Nö, 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 nö. Irgendwie kommt kein anständiges Gear zusammen hier. So, der noch. Das fast nur noch. So, das Gold haben wir mitgenommen und jetzt geht's weiter. Komm, auf geht's! Meia, meia, meia. Ja, da kommen die nächsten angebröselt. Immer diese One-Hit-Wonders. Und jetzt geht's hier. Ah, hier geht's mal weiter runter. Zweite Ebene. Diese Luft erscheint einem Kanzler angemessen. Die Krone muss hier sein. Also recht groß ist sie schon mal. Viele Tote, die leider nichts zum Erbeuten haben. Oh, da schaut's aus. Ich glaube, ich war nicht der Erste, der wo hier runter wollte. Mehr Arkankraft. Ich brauche mehr Zeit. Ich bin jetzt noch besser. Ja! Die Unbegrabenen
werden aus menschlichen Leichen gebildet, die ohne ordentliches Begräbnis in Massengräber geworfen wurden. Dieses grässliche Gemisch aus Leibern verrottet zu einem gemeinsamen Wesen, durch düstere Magie zusammengehalten. All mein Wissen. Und ich konnte doch nur vor ihnen fliehen. Und ich würde jedem vernünftigen Menschen raten, dasselbe zu tun. Ja, das würde ich auch mal sagen. Schauen wir mal kurz hier rein, weil Verteidigung. Diamantenhaut. Ihr verwandelt eure Haut in Diamant und absorbiert zeitweise sämtlichen Schaden. Das können wir ja mal ausprobieren. Klingt nicht schlecht. Klingt echt nicht schlecht. Kann man lassen. Was bin ich denn jetzt? Stufe 10, oder? Kann man da schon wieder was? Nein. Dann müssen wir ja mal weiter gucken hier. Jo, Grabstätte des Kanzlers. Na also, geht doch.